So, damit hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Aminex TV. So, erstmal hier den Sound ausmachen. Ja, und zwar habt ihr ja gestern mitbekommen, dass ich versucht habe eigentlich zu streamen, aber es hat halt nicht wirklich funktioniert. Ich durfte gestern erstmal meinen PC komplett reinigen. Und ich weiß, der sah aus wie Hulle. Also, ich habe den jetzt, glaube ich, so ein halbes Jahr nicht mehr sauber gemacht. Und an meiner Wasserkühlung oben am Radiator, das Ding, das war schon zugesetzt. Und ich hoffe, dass das jetzt alles funktioniert. So, habe mir dann hinterher gedacht, ich so, damit ich auf der ganz sicheren Seite bin, ich werde heute einfach meinen PC neu installieren. Das bedeutet, ich habe jetzt Windows drauf in seiner ursprünglichen Form, habe jetzt eigentlich nur Treiber für meine ganzen Sachen draufgepackt. Unter anderem haben wir hier StreamApps OBS, damit arbeite ich jetzt gerade, damit ich auch zusätzlich gleich Hi. alles einstellen kann in OBS Studio. Grüße dich, Judapa. Und habe jetzt natürlich so die ganzen Programme mit drauf, wie Stream Deck, OBS Studio. Das ist auch das, was wir gleich einrichten werden. Hi. Halt die ganzen Browser, mein Focusrite, meine Yamaha-Treiber und alles, was ich natürlich brauche. So, das sind die ersten Sachen, die ich jetzt einfach nur installiert habe und werde mich jetzt natürlich an OBS Studio begeben, denn wir wollen ja gucken, dass wir auch jetzt die Möglichkeit kriegen. Das bedeutet, ich gehe jetzt erstmal auf meinen PC, Dokumente und... Oh, da ist aber auch schon wieder einiges drauf. Ach, scheiße, das ist dieses MyCloud-Dingen. Wo schmeiße ich den Scheiß denn dann rein? Doch, das mache ich einfach hier mit rein. Aber eigentlich... Jetzt weiß ich gar nicht, welche Sachen ich davon noch brauche. Scheiße. Ich mache jetzt hier einfach erstmal einen neuen Ordner. Und zwar benennen wir den Ordner. Hallo Talea. Stream. So, in diesem Ordner Stream dürfen wir jetzt auf jeden Fall gleich die ganzen Sachen reinschmeißen. Die habe ich nämlich auf meiner externen Festplatte. Und zwar. Ich habe nämlich hier so eine Sicherung angelegt und habe unter Videos nämlich die ganzen Sachen, die ich gleich brauche. Und zwar den CamFrame, Endcard. Ich habe die ja alle im WBM-Format gemacht. Das Intro ist auch im WBM-Format. Lower weiß ich gar nicht, ob ich das Ding jetzt noch, ob ich das Ding brauche. Das muss ich gleich mal nachgucken. Stinger dürfen wir definitiv nutzen und die Top. Bar. Damit sollte ich eigentlich erstmal die wichtigsten Sachen teilweise schon mal haben. Animationen. Zack, das schmeißen wir mal da rein. Und dann haben wir hier noch Overlay. Also, ihr werdet heute in diesem Tutorial eigentlich quasi lernen, wie ich persönlich mein OBS einrichte. Ich hätte es jetzt gerne auch noch mit Cam gemacht. Das Problem ist, eine Cam kann ich zurzeit leider nicht dran packen, weil ich die nämlich gleich noch für, weil ich die jetzt gleich in OBS reinpacken will und ich kann nicht doppelt drauf zugreifen. Sonst hättet ihr mich sogar jetzt schon gesehen. Aber das kommt jetzt gleich alles nach und nach und ich denke, nachher werde ich dann auch noch mal wieder ein paar vernünftige oder ein vernünftiges Stream machen. Aber gut, jetzt haben wir das natürlich gemacht. So, jetzt muss ich erstmal zum zurück und dann zum Overlay. Hier habe ich die ganzen Sachen nämlich drin. Die schmeißen wir da rein. Und damit haben wir eigentlich schon mal die wichtigsten Sachen. So, Just Chatting Intermission. Bei dem Just Chatting, den muss ich mir hinterher nochmal umändern. Aber gut, das ist eine ganz andere Sache. So, dann geht's jetzt langsam in. Wo haben wir's? OBS. Ich suche jetzt einfach das normale OBS. OBS Studio. Das kann ich mir direkt mal hier ranschmeißen. Weil das Ding werde ich nämlich eigentlich immer wieder So früh. brauchen. So. Und zwar haben wir jetzt OBS. Das Problem ist nämlich, hätte ich das nämlich jetzt hiervon gestreamt,
Dann hättet ihr nämlich hinterher, wenn ich Desktop mache, ich meine, das wird hier eventuell auch teilweise kommen, aber jetzt brauche ich noch erstmal keine richtige Desktop-Aufnahme. Mache ich eine Bildschirmaufnahme, zack, seht ihr euch nämlich, seht ihr das nämlich immer komplett doppelt. Und das wollte ich eigentlich zum größten Teil erstmal vermeiden, dass dann sowas entsteht. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. So. Und zwar, das erste, was wir nämlich machen, ist erstmal eine neue, die Szene umbenennen. Und zwar machen wir das unter Start. So, in Start brauchen wir als allererstes für mich persönlich mal eine Gruppe. Vertix, das ist noch nicht früh. Eigentlich um 12 Uhr. Wie gesagt, das geht. Normalerweise würde ich bis 21 Uhr durchziehen. Das Problem ist aber, dass ich jetzt erstmal OBS Studio für mich persönlich einrichte. Wobei, ich muss mal eben kurz mich einloggen. Das habe ich nämlich noch nicht getan. Das mache ich jetzt mal eben kurz auf einem anderen Ding. So, Konto verbinden. Und zwar, nein, das mache ich nicht mit Twitch, sondern ich gehe auf Restream. Mach dann Konto verbinden. Das hat der andere nämlich nicht zugelassen. Nur da ich da ein paar meiner Daten reinschreiben muss, mache ich das gerade auf einem anderen Monitor. So. So, jetzt sind wir so weit, dass wir... Ach, jetzt kommen die ganzen anderen Klamotten. So. Jetzt habe ich nämlich hier einmal den Chat, den möchte ich aber gleich auch irgendwo hier so mit reinpappen. So, da habe ich nämlich jetzt meinen Chat mit drin. Das Fenster hätte ich eigentlich gerne wieder hier neben, vielen Dank. Und dann hätte ich jetzt gerne vertikales Layout. So, weil so sieht jetzt aktuell eigentlich gerade mein Overlay gerade aus und so sehe ich das auch immer in Streams. Puh. Ja, das ist also das erste Mal, dass ich sowas überhaupt gerade als ein kleines Tutorial mache. Und es wird auch auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis ich das alles eingerichtet habe. Weil so easy going ist das auch nicht. Aber gut, so sieht es auf jeden Fall aus. So, das erste, was wir brauchen, ist einmal eine Bilddatei. Und zwar als Bild. Wie machst du den Chat? Der Chat, der wurde jetzt gerade dadurch, dass ich, Moment, Einstellungen, ich habe mich hier gerade mit Restream verbunden, habe da ein Konto und habe in Restream, unter Restream habe ich einmal mein YouTube-Konto und mein Twitch-Konto und damit kann ich jetzt gerade halt die Sachen dann reinsetzen. Du bekommst hier auch den Chat, den kannst du dir nochmal zusätzlich runterladen, brauche ich natürlich jetzt nicht. Ja, komm, hier die Cookies, die kannst du gerne haben. Und damit kannst du das einrichten. So, stimmt, das ist nämlich auch noch eine Sache, so Ausgabe. Das mache ich für mich persönlich immer auf erweitert. Ah. So, dadurch, dass ich persönlich ja zwei Grafikkarten drin habe, da muss ich auch nochmal eben kurz nachgucken, Nvidia Systemsteuerung, ach, ja, zustimmen, fortfahren. Ich sage ja, ich habe noch nicht wirklich viel gemacht. So, denn ich möchte einmal wissen, der ist auf 3D-Performance eingestellt. Okay, dann benutzt er nämlich, ich habe ja zwei Grafikkarten drin. Dann benutzt er damit nämlich meine erste. Das heißt, ich möchte jetzt aber auch nicht, dieser X264-Codec ist halt der PC, der Prozessor. Ich möchte aber den NVENC New haben, weil damit, wusste ich bis vor kurzem auch nicht, weil ich habe mir gedacht, ich spiele über die eine Grafikkarte und die andere Grafikkarte kann mir dann quasi den Stream ausgeben. Dann geht das alles über den Arbeitsspeicher und so nimmt er halt von diesem von meiner Grafikkarte direkt die Dateien, die eigentlich an den Bildschirm kommen und packt die dann halt einfach, nimmt diese dann. Deswegen ist das so die beste Einstellung. So, dadurch, dass ich auf Twitch und so unterwegs bin, mache ich 6000er. Twitch will ein Keyframe-Intervall von 2 haben. Dann möchte ich natürlich maximale Qualität. High ist in Ordnung. Damit habe ich meine Einstellungen soweit schon mal gemacht.
dann hätte ich das Ganze gerne als MP4. Das ist jetzt der Ausgabeort, wo es jetzt halt funktioniert. Hier möchte ich auch wieder den New haben. Das heißt, hier kann ich jetzt aber mal ein bisschen höher gehen. Und zwar mache ich das jetzt auf 15.000 Kilobits. Aber das sind halt jetzt persönlich Aufnahmen. So, da kann ich mir auch einen Ort aussuchen. Und zwar möchte ich das direkt auf meine Festplatte in diesen Ordner haben. Dann geht das halt über Festplatte direkt auf meine externe und bleibt dann da direkt. Dann habe ich das dann da, wo es hin muss. So, das Ding möchte ich jetzt auch natürlich auf Max-Qualität und Keyframe-Intervall hier auch. Das heißt, ich habe die Dateien quasi hinterher auf meinem PC, also eher gesagt auf meiner Festplatte und gleichzeitig in YouTube und kann die dann hinterher nochmal, wenn ich irgendwie so Best-of oder sowas machen will, halt benutzen. So, übernehmen. So, Audio brauche ich eigentlich nur eine Spur. So, jetzt kommen wir zum Audio und zwar packe ich das für mich auf 48. Das ist in Ordnung. So, Desktop-Audio und sowas brauche ich nicht, weil bei mir persönlich, ich arbeite ja mit dem Yamaha. Zeige ich euch mal eben kurz ein Bild von. Yamaha. So, da hätte ich gerne ein Bild von, danke. So, das ist halt mein Mischpult, was ich zurzeit besitze. Ich mache das jetzt einfach so. Hier habe ich halt meine ganzen Kanäle drauf. Der vierte ist zum Beispiel mein Mikrofon. Hier habe ich dann halt Klinkenausgänge. Das sind die 6mm Klinke. Und hier drauf habe ich mein... Was habe ich denn hier drauf? Moment, hier ist mein Games... TS drauf. Hier habe ich meinen Game-Sound drauf. Und hier ist dann alles so, was auf meinem Laptop läuft. Das bedeutet Musik oder Streamlabs und auch diese Chat-Einblendung, dass ihr euch diesen Chat vorgelesen bekommt. Das habe ich halt hier auf diesem Kanal alles drauf. Von hinten geht das Ding mit USB 2.0 in meinem PC und damit habe ich eigentlich alles, was ich dann brauche an Game-Sound und sowas alles mit da drauf. Somit brauche ich mich darum dann gar nicht zu kümmern. Deswegen wähle ich hier bei mir eigentlich dann in diesem Fall Line XMG aus und dann seht ihr auch schon, wenn ich rede, dann geht hier gerade der Regler auch schon mit hoch. Und damit sehe ich, dass das eigentlich alles funktioniert. So, ich möchte das Ding jetzt erstmal neu starten, denn er hat mir gerade gesagt, ich muss es halt neu starten. So, da streiten sich jetzt natürlich die Geister, da muss ich hinterher auch nochmal gucken. Also ich will natürlich immer in Full HD und auf 60 FPS. So, das sind eigentlich meine Einstellungen, die ich zum Anfang erstmal wähle. Wobei ich da noch am Überlegen bin, ob ich entweder hier Full, 4K auswählen muss oder Full HD. Aber ich habe das zuletzt immer alles in Full HD. Wobei, komm, wir stellen das alles ein für 4K auf Full HD. So, damit haben wir das auf jeden Fall schon gemacht. So, jetzt haben wir hier die Intermission erstellt. Das wird nämlich jetzt mein Overlay werden. Das liegt aber nicht hier, sondern unter Dokumente, Stream, Overlay. So. Das erste, was ja kommt, ist eigentlich meine Intermission. Das bedeutet, das ist ja das erste, was ihr dahinter seht, ist ja quasi dieses Bild von mir. Und damit haben wir das Ding fertig. Jetzt brauche ich in diesem Falle nämlich das Videoaufnahmegerät. Das ist das Elgato Camlink 4K. Weil da ist nämlich das Ding drauf. So, Benutzer definiert. Ich weiß zwar nicht, warum Full HD, aber okay. Lassen wir das mal so. Das Ding, das setzen wir jetzt hier rein. Ich passe mir das so ein bisschen an. Ich sag ja, das ist jetzt halt alles unverschleiert, so wie es erstmal hier aussieht. Sub. Ah, nein, 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 das ist die Intermission, die will ich nicht wegziehen. Ich will das Game Capture. So, das passe ich mir jetzt so ein bisschen an. Jetzt halte ich die Shift-Taste und ziehe mir das ein bisschen länger und lasse das Ding jetzt hier drunter verschwinden. Dann ist das nämlich hier mit dem Rahmen auch genau passend, weil so sieht man den Rahmen nämlich komplett.
Somit haben wir das auch eingestellt. So, das erste, was wir natürlich dann jetzt bei dem Game Capture machen, ich habe ja meinen Greenscreen hier hinter und den möchte ich ja jetzt eigentlich gar nicht mehr sehen. Das bedeutet, ich gehe jetzt auf Effektfilter, mache eine Chroma Key, schwupp, ist das Ding schon raus. So, jetzt muss ich das natürlich so ein bisschen anpassen, weil das funktioniert nämlich auch so noch nicht hundertprozentig, so wie es soll. Weil wir haben hier noch zu viel Rauschen mit drin. Das bedeutet, ich gehe auf Custom, Farbe auswählen, mache Pick Color und setze den auf den. Und wenn ich den jetzt setze, bin ich mit weg. So, jetzt müssen wir natürlich am Regler ein bisschen arbeiten. Aber ich sehe gerade, dass er das nicht... So. Jetzt muss ich natürlich so den richtigen Punkt finden und auch immer die richtige Farbe auswählen. Das ist natürlich auch immer wahnsinnig schwierig gewesen. So, erstmal wieder drauf. Pick Color und dann versuchen wir es mal mit der Farbe. Chroma Key. Zack, das ist es. Perfekt. So. Ich für mich, ihr habt ja gesehen selber, ich persönlich, ich habe ja immer so meinen Hintergrund drin. Background Cam. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das habe ich auf meiner Festplatte unter Sicherung. Wo da liegt denn das? Ist das unter Downloads? Ja. So, dann nehme ich nämlich das Bild, weil das fand ich so als Hintergrund fand ich das so dermaßen geil. Da muss ich auch noch aber erstmal hergehen und bevor ich das mache. Gehen wir auf Public Sicherung, zack, Download. Da habe ich noch so viel Kack drin, Ansicht, extra große Symbole, zack, ausschneiden. Dann gehen wir nämlich wieder auf Dokumente, Stream, machen hier noch Background. Dann gehen wir in den Ordner rein, schmeißen das Ding hier rein. Flupp, der ist erstmal weg. Jetzt gehen wir hier im Ordner auf Dokumente. Eigentlich Stream mal voll geil, so ein Stream, wo du alles einrichtest. Ja, es hatten mir mehrere Leute gesagt, ich sollte sowas mal einrichten. Warum dann nicht? So. Das Ding, das ziehen wir jetzt auch erstmal hier unter die Cam. Weil somit habe ich das nämlich als Hintergrund. Und jetzt sieht es eigentlich schon fast so aus, als ob das quasi so meine Hütte so hinter mir wäre. Wenn ich mich da jetzt rausnehme, muss ich sagen, richtig geiler Ausblick. fand ich als Background eigentlich recht cool. So, damit haben wir das eigentlich auch schon erstellt. Das wäre schon mal so das Gröbste. Jetzt muss ich doch nochmal auf Restream gehen und mir den Chat erstmal runterladen, weil ich muss ja auch gucken, dass ich den eingebunden bekomme. So, den installieren wir. Einzige, was mich noch so ein bisschen stört, ist, da weiß ich aber noch nicht warum, das muss ich nachher mal nachgucken. Das sieht so ein bisschen verzögert aus und so ein bisschen laggend, finde ich persönlich. Kann sein, weil ich noch nicht alle Treiber und so installiert habe, aber... Da muss ich nachher nochmal nachgucken. So. Zack, da haben wir den Chat. So, mein Chat, dadurch, dass ich ja hier so dieses Blau mit Hellblau habe, kann ich hier auf die Einstellungen gehen, Benachrichtigungen. So, InStream einbetten. So sieht mein Stream, so sieht der Stream jetzt halt quasi aus. Ich nehme Fortnite Blue dafür, weil diese Farben, die passen so geil dazu. Ja, das war eigentlich schon alles. Dann gehe ich hier auf Kopieren. Dann müssen wir hier natürlich noch eine Browser Source erstellen. Das wäre der Chat. Gib hier einfach das Ding ein und dann go. Zack, und schon haben wir den Chat mit drin. Eigenschaften.
Ich glaube, das müsste es von den von meiner Proportion eigentlich so her passen. Ne, das passt noch nicht. Aminex Hype. Weil ich will den ja bis hier vorne hin haben. Das heißt, wir brauchen doch wirklich die 800er Breite, oder? Ist das 700? Mit 700 kann ich mich doch richtig anfreunden. So, damit habe ich auch meinen Chat und jetzt, wenn ihr mir irgendwas schreibt, dann erscheint das nämlich jetzt auch in diesem Chat. Und damit haben wir das Ding auch schon mal gemacht. Moin. Ja, Vertix, sag ich doch. Jetzt erscheint es auch. So, das machen wir jetzt in eine neue Gruppe. Nennen diese Gruppe Cam. Das Ding, das setzen wir jetzt hier runter. So, alles, was nämlich jetzt so mit Cam zu tun hat, packen wir da nämlich rein. Dann ist das nämlich nicht mehr so extrem. So. Intermission ist klar. Und dann brauchen wir jetzt einfach noch einen Ordner, damit den nenne ich jetzt einfach Overlay. So, in diesem Overlay müssen wir natürlich jetzt Sachen raussuchen. Da gehört einmal das Chat rein, der liegt ja auf. Und was ich jetzt brauche, ist Tippy Stream. So, für die Leute, die es nicht kennen, einmal Logging mit Twitch. Komm, zack, peng, drin. So, und zwar habe ich hier ja solche Sachen so wie, wo haben wir die denn? Top and Last, da muss ich hin. Und zwar Top Donation. So, das ist hier natürlich eingestellt, Donation. Und ich habe hier Time Range, also Forever. Sonst wäre das eventuell so die letzten, wie viele Minuten oder so. Ich mache Forever, damit das halt wirklich, in diesem Falle müsste das, glaube ich, immer noch der Redneck sein. Mit Donation Animation Speed 0 etc. Das lassen wir so. Dann geht's hier drauf. Und dann kann ich das Ding hier mit reinnehmen. Dann nehmen wir wieder eine Browser Source. Top Donation. Schreiben kann ich auch nicht mehr. So, und auf OK, dann zack. Da brauche ich das Ding auch nicht zu ändern. Das müsste, wie gesagt, jetzt Redneck sein. So, the best donation setzen wir direkt mit hier rein. Schwupp, und schon haben wir das Ding fertig. Damit haben wir die Top Donation und den Rednecks wieder mit drin. Obwohl ich ihn seitdem eigentlich nie wieder gesehen habe, leider. Also jetzt nicht leider wegen der Donation, aber so, man fragt sich ja so, was aus seinen Leutchen eigentlich wird. Zumindest ist es bei mir so der Fall. So, dann gehen wir wieder auf Top and Last, weil wir wollen jetzt auch noch Follower. Den letzten Follower. Zack. Und dann packen wir das Ding mit hier rein. Browser. Follower. Und damit haben wir auch. King Stefan hat zuletzt abonniert. Cool. So. Dann ist jetzt noch die Frage: Kann was man haben da wir auch hier noch mit Subscriber anzeigen oder auch Twitch Prime Subscription? Forever. Newest Donation, das ist das, was wir jetzt nämlich brauchen. Zack. Und dann machen wir noch eine Browser mit Donation. Das nennen wir Last Donation. So. Dann da das Ding wieder rein. Runterziehen. Und so ein bisschen anpassen. Und perfekt. Somit ist hier mein Overlay eigentlich quasi schon fast fertig. Könnte ich machen, ja. Also ich hatte auch wirklich die Vorlage dafür. Ich muss mal kurz gucken, wo habe ich denn...
muss mal eben kurz gucken, habe ich da die Sample-Dinger auch in meinem Ordner drin? Public Design. Best Multicolor Overlay. Nein, das habe ich nur als PSDs hier drin. Weil aber das kriegen wir schnell raus. Sub-Aminex-Hype. YouTube. Und zwar. Nein. So. Also für die Leute, die es jetzt so nebenbei interessiert. Wieso kriege ich denn den Chat hier nicht dicht? Gut, lassen wir es mal so dahingestellt. So, Best Multicolor. Das ist aber nicht das, was ich habe. Und zwar gibt es hier unter Gaming. Gibt es hier dieses Ding. Das hat mich $8.99 gekostet. Ich versuche euch das mal ein bisschen größer zu machen. Sieht eigentlich so aus. Das ist halt offline, starting. Und diese Screens habe ich mit dabei. Und du hast hier Recent Subscriber, The Best Donation, Recent Follower. Und du kannst dir das ganze Design so anpassen, wie du das gerne haben möchtest. Du siehst, so sah das eigentlich aus. Und bei mir sieht es ja jetzt schon ganz anders aus. So, das habe ich mir natürlich so... Da kannst du das dann halt auch anzeigen lassen, rein theoretisch gesehen. Ich könnte... So, das Erste, was ich... Aber... Bis jetzt habe ich eigentlich gar nicht so viele Prime-Subs gehabt. Also ich habe jetzt bis jetzt einen einzigen gehabt. Bis jetzt. Ich glaube, der war... War der nicht sogar von dir? Weil irgendeiner hatte mir nämlich einen Sub dagelassen. Oh mein Gott. Ich habe ja noch mein... Unter Programme habe ich ja noch mein... Adobe Photoshop. Ne, habe noch nicht bei dir gesuppt. So, zack. Ziehen wir mal hier rüber. Das sind jetzt einfach mal eben kurz nebenbei installieren. Okay, ja. Ich werde das gleich noch ein kleines bisschen umändern. Das Ding wird bestehen bleiben, aber ich werde dann halt hinterher diese Leiste da unten halt wieder in die normale zurücksetzen. Deswegen lade ich mir gerade Photoshop runter und dann kommen wir dann hinterher auch dazu. So, Latest Donation, Follower, das geht alles hier rein, weil so habe ich das nicht alles so offen. So habe ich nur die kleinen Dinge. So. Damit haben wir das Ding schon fast fertig. Jetzt kommt natürlich noch eine neue Gruppe. Und das, wobei da brauche ich gar doch. Unten links bei der Kamera vergärtet. Das machen wir als Start. Starting. So. Unten links, ja. Warte. Recht hasse und es soll ja eigentlich vernünftig aussehen. So, jetzt muss ich natürlich mit dem Chroma-Key noch mal ein bisschen hier hinterher. So wird stärker. Das ist jetzt nicht geplant. Gewollt. Ja, ich muss ja auch aufpassen, dass es jetzt nirgendwo anders anfängt zu flackern. Weil gehst du nämlich zu weit, dann fängt das nämlich hier oben. Jetzt siehst du, dass da oben nämlich anfangen. So. Ich muss auch gucken, dass jetzt alles so von... Das ist halt immer so eine Sache, so das vernünftig einzustellen, ist immer schwierig. So, jetzt fängt er da unten wieder an zu flackern. Aber ich glaube, ich weiß sogar warum. Ich sehe nämlich gerade, dass der... Ja. Komm. So, jetzt flackert nämlich nichts mehr so großartig. Und ich muss dazu sagen, es ist jetzt auch ein bisschen größer. Normalerweise, das werdet ihr auch gleich sehen, im Spiel ist das nicht mehr ganz so krass.
So. Farbe auswählen, Pick Color. Ich mach das Ding jetzt erst nochmal raus. Pick Color. Gucken wir mal, wenn ich das Ding jetzt hier wähle. Flackert der wie Sau. Ich sage, das ist eine Fummelsarbeit. So, mit einem Greenscreen zu arbeiten, ist manchmal wirklich harte Fummelsarbeit. Weil gehst du mit den Reglern einmal ein bisschen zu weit, dann passiert sowas. Zum Beispiel. Ich sage ja, das ist auch nicht ganz so easy. Aber ich glaube, so kann ich das jetzt erstmal stehen lassen. Ja, bei dem Chemlink muss ich nochmal gucken. Normalerweise müsste das Ding eigentlich 4K können. So, Photoshop haben wir drauf. Zack. Da haben wir Photoshop. So, jetzt dürften hier auch keine Projekte und nichts mehr von mir drin sein. Erste Mal gestartet, ja. Nein, Photoshop ist kostenpflichtig. Das ist ein kostenpflichtiges Programm. So, jetzt gehen wir nämlich auf meine Festplatte. Dann unter Design, Best Multicolor und jetzt möchte ich gerne die Intermission hier drin haben. Die ziehe ich mir nämlich einfach hier rein. Und dann öffnet er mir das Ding auch schon. Und so sieht die Intermission dann eigentlich quasi aus. Ach, scheiße, ich habe die ganzen Dinger nicht drin. Ah, fuck. So. Weil so sieht das Ding eigentlich im Originalen aus. Ich hatte mir die Sachen aber auch zurechtgelegt. Aber ich muss erstmal gucken, dass ich die Schriftarten hier reinkriege. Das war... Azonix. Azonix Font, da haben wir es doch. Das ist nämlich auch so, by the way, eigentlich das Ding, womit ich persönlich dann auch meine Thumbnails erstelle. Weil das ist halt so der Titel von meinem ganz normalen Aussehen. Oder zumindest, wenn ich unten so diese Titel reinschreibe, dann mache ich das nämlich mit dem Font. Die muss ich mir gleich auch auf jeden Fall... abbrechen. So, weil jetzt haben wir diesen Font nämlich gleich mit drin. Und ich brauche definitiv noch mein Far Cry Font. Das ist nämlich meine Schriftart, mit der ich sonst immer so Aminex immer schreibe. Gehört auch mit dazu. Ja, also im Laufe der Zeit hat man dann halt so seine Vorlieben bekommen und damit arbeitet man dann eigentlich immer sehr gerne. Und jetzt muss ich noch gucken, ich habe noch einen Maske-Font. Den habe ich auch immer gerne mit dabei. So. Und das machen wir jetzt gleich alles fertig. Die drei haben wir jetzt drauf. Damit habe ich alles, was ich brauche. So. Jetzt habe ich hier nämlich Resend Subscriber, Resend Follower, Best Donation und Resend Donation. So, jetzt gehe ich nochmal auf meine Festplatte. Unter Designs müsste ich unter Overlay New. Habe ich nämlich meine Intermission. So sieht nämlich meine Intermission jetzt aus.
Nein, 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 bearbeiten rückgängig. Hallo? Ich sollte jetzt hier nicht meine Intermission reinsetzen. So, in die Intermission, die packen wir nämlich jetzt hier oben rein. Roboto. Was habe ich denn da alles für Schriften drin? Aber ich sehe gerade, dass die Texte gar nicht bei euch ankommen. Jetzt aber. Roboto. Roboto-Schriftart. Ich glaube, die müsste das sein. So. Ja, ich spiele auch WoW. Wobei ich ja eigentlich... Ach du Kacke. Nice. Installieren. Alter Schwede. Jetzt sind hier 50 Dinger aufgegangen gefühlt. Robotik Regular, etc., etc., etc. Alter Schwede. So war das jetzt aber nicht geplant. Ich muss mal eben kurz den Ordner extrahieren. Zack. Download, wo ist mein Download-Ordner? Da. Extrahieren. Also kann ich die nämlich alle direkt so installieren. Muss nicht jedes einzelne Ding. Ah ja, ja, ja. Komm, für alle Elemente wiederholen. Zack. Und schon haben wir alle drauf. Das ist nämlich so die Schriftart, mit denen ich immer arbeite. Und wie viel Speicher hast du? So, das muss ich mir hier nämlich keine Sorgen machen. Das Ding übernehmen wir quasi so, aber ich hätte jetzt hier gerne... Gut, das Ding brauchen wir nicht. Können wir einklappen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Bottom Panel. Genau das ist das, was wir brauchen. Und zwar... Das Bottom Panel hier werden wir Gruppe löschen. Nein. Rückgängig Gruppe löschen. Gruppe löschen. Ich möchte nämlich Gruppe und Inhalt. Jetzt haben wir das hier unten nämlich weg. Und dann gehen wir auf das Ding. Bottom Panel Gruppe duplizieren auf Intermission PSD. Und haben das Ding so mit hier drin. Jetzt kann ich hier nämlich Recent Subscriber und sowas machen. So, das ist dann halt das, wie ich das jetzt habe. Nein, das soll nicht gespeichert werden, aber das möchte ich gerne speichern und das Ding auch speichern unter. Achso, der ist jetzt gerade noch, war jetzt noch dabei, das Ding fertig zu speichern. So, nein, auf meinem Computer speichern bitte. Und zwar geht das unter, unter Dokumente, dann gehen wir wieder auf Overlay, gehen auf PNG, was bei diesem nämlich ganz wichtig ist, PNG, dadurch, dass wir hier diese Fläche frei haben für die Webcam, ist das nämlich so, dass wir das nämlich dann auch so brauchen. Jetzt speichere ich das ganze Ding, möchte das natürlich ersetzen, Dateigröße, das ist in Ordnung, und wenn ich nämlich jetzt wieder auf mein... Jetzt seht man, jetzt seht ihr nämlich direkt schon, der hat das auch schon direkt übernommen. Und jetzt muss ich natürlich so die ganzen Overlay-Sachen natürlich mit übernehmen. So, Follower. Recent Follower, das kann man so schön stehen lassen. Latest Donation. Müssen wir auch ein bisschen anpassen. Und Best Donation passen wir auch an. So. Übrigens, Vertix, vielen Dank für den Einwand, weil sonst hätte ich das nämlich jetzt nicht mit reingenommen. So, dann auf Tippy Stream wieder.
Wieder ein Logging. So, Top and Last. Top and Last Widget. Und zwar nehme ich jetzt Donation Subscriber. Animation Speed ist so, Grand Season Forever. Und in diesem Falle mache ich nicht One by One. So, Anonymous has subscribed und das Ding. Welche Farbe nehmen wir? Muss ich gleich mal gucken. Hallo, ich hätte gerne das einmal kopiert. Danke. Save Widgets. Und jetzt gehen wir hier mit drauf. Browser. Wie geht's euch, Chat? Subscriber. Also mir geht's gut, Talia. Ich kann mich halt nicht beschweren. Ich hoffe, dass das jetzt auch wieder so genau das Level hat gesubscribed. So war das. Ich bin am Überlegen, ob ich die Sachen nicht ausschneiden soll, dass ich das so darunter legen könnte. Aber gut, das, ich lasse das jetzt erstmal so. Man sieht hier auch, was es sein soll. So, damit haben wir das Overlay mit jetzt komplett fertig. So, das bedeutet, mein lieber Vertex, solltest du jetzt irgendwie subscriben oder sowas, hast du das mit drin. Das bedeutet, du wirst dann auch mit angezeigt. Und ich sehe gerade, ich kann die Kamera auch mal ein bisschen höher setzen. Dann sieht man auch so ein bisschen die Cappy und nice. So, damit haben wir das eigentlich schon direkt gemacht. Das ist dann halt so mein Just Chatting, wenn ich dann halt starte. So, bei Starting brauchen wir jetzt aber nochmal ganz wichtig erstmal eine Medienquelle. Die haben wir nämlich, und das wird das Intro sein. Sub. Wie gesagt, mich nervt das noch, dass die Cam nicht voll funktionsfähig gerade ist. Nein, Dokumente, dann auf Stream, dann auf Animationen. Und zwar in diesem Falle brauchen wir das Intro. So. Datei schließt, wenn inaktiv. Perfekt. So. Jetzt sehe ich aber auch hier. Hier ist jetzt gleich nämlich das Intro und das Intro übersteuert gerade so dermaßen. So. Wenn ich das Ding jetzt ausmache und wieder anmache, dann geht es nämlich wieder von vorne los. Damit haben wir dann auch das Intro getriggert. So. Intro steht, Lucky geht. Nein, Scherz beiseite. So, das gehört natürlich ganz oben drauf, weil das soll dahinter auch alles verdecken. So, jetzt brauchen wir ein neues Bild und das wird Starting. Aber ich glaube, oh, das geht doch. Okay. Ich habe mich, glaube ich, verschrieben, oder? Starting. Okay. Ich lasse es jetzt einfach so stehen. Der weiß ja, was ich meine. Dann muss ich unter Dokumente wieder unter Stream Overlay. Und zwar haben wir dann hier nämlich Starting. Starting Soon. Das passen wir uns wieder an. So. Damit haben wir nämlich auch meinen Startmonitor quasi. Und das setzen wir uns unter Starting. Gerade kackegal. Ich muss diese. Es macht sowieso keinen Unterschied. So, dann möchte ich natürlich Browser. In diesem Fall übernehme ich wieder Existierendes hinzufügen, weil den Chat, den haben wir ja. Dann setze ich den Chat einfach hier drüber. Und schon habe ich meine Starting-Szene. Der Chat dann auch. Das heißt, wenn ich hinterher. Wenn das Intro losgeht, brauche ich einfach nur das Ding ausblenden und dann bin ich eigentlich hier. Das heißt, normalerweise würde das jetzt so aussehen, dass dann irgendwann dann das Intro kommt. Dann geht diese Szene aus. Aber das zeige ich euch gleich noch, wie ich das persönlich tue.
Und dann ist das Intro, läuft das Intro und Intro ist zu Ende, geht aus und schwupp, da bin ich. Ja, eigentlich, wenn man doch weiß, wie sehr recht einfach. So, das Ganze müssen wir natürlich jetzt auch nochmal auf meinem Stream Deck einstellen. Es ist jetzt eigentlich egal, welches Stream Deck ihr habt. Also es gibt zwei verschiedene Varianten. Und zwar habe ich das normale Stream Deck und ich habe auch noch Mobilgerät hinzufügen. Denn ich besitze auch das, das gibt es als App für Android. Also ich habe es jetzt persönlich nur für Android gesehen. Weil für was anderes kann ich nicht mitreden. So, jetzt gehe ich auf meine Stream Deck App. Pack mir das Ding da drauf. Stream Deck. Add Connection. So. Scanne diesen Dingens. Nicht kopieren. So, jetzt kann ich das Ding auch nochmal. Jetzt habe ich mein Asus hier drin. Und habe mein normales Stream Deck. Aber wir wollen jetzt erstmal das normale Stream Deck machen. So. Und zwar. In diesem Falle. Mache ich erstmal eine Multi-Aktion erstellen und noch eine Multi-Aktion erstellen. In diesem Falle nehme ich mir jetzt auch, es sind noch total viele Bilder von OneCloud, hi. Ja, alles klar. So, Relaxo, hi! So, dann gehen wir wieder auf Stream. In diesem Fall nehme ich Overlay und mache hier das Starting-Bild, weil so sieht das nämlich aus, dass ich dann hier dieses Starting Soon habe und dann weiß ich, was ich da auch habe. So, das machen wir als Start. Komme ich gleich noch zu. Da nehme ich jetzt auch wieder das gleiche Bild und zwar mache dann da End rein. So. Damit haben wir eigentlich schon mal so die wichtigsten Quellen für mein Intro und sowas alles erstellt. Und zwar brauchen wir jetzt, gehen wir hier rein. Jetzt kann ich hier mit OBS Studio erstmal eine Quelle reinsetzen. Die arbeitet der nämlich dann nach und nach ab. Das ist nämlich das Gute. Start und jetzt Intro. Das wollen wir erstmal deaktivieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert, weil so habe ich das noch nicht gemacht. Weil ich mache das, habe das eigentlich immer ein bisschen anders gehabt, aber das sollte auch funktionieren. So, deaktivieren und dann hier aktivieren. In diesem Falle. Nein, Moment. Halt, stopp. Das Ding wird erstmal Intro deaktiviert. Dann Quelle hinzufügen. In diesem Falle Start. Starting wird aktiviert. Und wir brauchen nochmal eine Quelle. Und zwar möchte ich in diesem Fall den Chat auch aktiviert haben. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier nämlich auf Start drücke, passiert noch nichts. Ja, wahnsinnig toll. Warum? So, ich habe jetzt gerade da drauf geklickt. Und eigentlich müsste jetzt persönlich in dem Ding Starting angehen. Achso, ja, okay. Ich habe die Sachen gerade nicht an. So. Weil wenn ich jetzt nämlich hier drauf gehe, dann seht ihr mich und wenn ich jetzt auf Start gehe, müsste, okay, denn Elgato Remote hat er drin. So, warum macht er den Scheiß jetzt nicht? Och man, lass mich doch nicht hängen. Das ist doch. Hey, wo? Lukas Gaming, hi. So, in diesem Falle Quelle deaktivieren, Intro ist aktivieren. Wir
brauchen dann mal die Quelle Starting deaktivieren. Und in diesem Falle auch den Chat deaktivieren, weil das letzte Mal, vertauschen wir einmal. Eigentlich sollte das doch jetzt funktionieren, willst du mich jetzt. So. Jetzt kommt nämlich mein Intro, wenn ich auf End drücke. Und dann bin ich halt quasi. Die Sachen sind im Hintergrund dann auch noch schon weggepackt worden. So, Elgato Camlink kann ich schon mal wegpacken, da brauche ich kein Audio drauf. Und damit kann ich halt das Ding anmachen. Dann ist halt der Stream da. Ihr könnt euer jetzt quasi das sehen. Und wenn ich dann auf End drücke, kommt mein Intro. Und dann bin ich halt in der normalen Cam. Das ist schon mal so eine der wichtigen Sachen. So, damit haben wir das auf jeden Fall schon mal erstellt und mein Starting Screen ist fertig. So, das nächste, was ich auf jeden Fall gerne haben möchte, ist. Was habe ich denn sonst mit drin gehabt? Wir brauchen erstmal den Stream. So, im Stream haben wir natürlich wieder nichts. Das erste, was wir brauchen, ist eine Medienquelle. In dieser Medienquelle haben wir eigentlich. Okay, ich wünsche dir noch viel Cam Spaß. Frame. Muss jetzt erstmal los. Alles klar, Vertex. Vielen Dank für deinen Besuch. So, dann in diesem Falle brauchen wir Dokumente, Stream, Animation. Und da habe ich nämlich meinen speziellen Cam Frame und den mache ich als endlos. Und zack. Weil der hat nämlich jetzt diesen Farbwechsel und der geht dann immer wieder und immer wieder neu. So. Den setze ich ja immer gerne dann hier so schön seitlich an. Dann brauchen wir. In diesem Falle wieder ein Videoaufnahmegerät und zwar das Elgato Camlink 4K. Zack. Ich sagte ja, in diesem Falle wird das dann alles ein bisschen kleiner aussehen. Na, so. Das setzen wir jetzt unter den Cam Frame und dann bin ich eigentlich hier schon mit drin. In diesem Fall ist das Ding wirklich wieder ein bisschen zu hoch. Perfekt. Ja, das muss man sich dann halt so ein bisschen aussetzen und dann kann ich auch das noch so ein bisschen ziehen, zerren und wie ich das halt gerne haben möchte. So, und damit bin ich da auch drin und jetzt brauche ich noch ein Bild und zwar hätte ich nämlich jetzt den Background Cam. Das ist nämlich der. Den setzen wir jetzt erstmal unter das Elgato. Ziehen den nämlich jetzt hier hin. Und dann habe ich das Ding auch als Hintergrund. Und damit sind wir eigentlich schon für das Game-Dingen fast fertig. So kann ich das auch schon mal stehen lassen. Jetzt machen wir mal eben kurz eine neue Gruppe. Und zwar. Ich wünsche euch viel Spaß in meinem Stream. Cam. Besucht doch einfach meinen Community Discord. Cam Stream. https://discord.gg/mjjbwzc. Da können wir nämlich den ganzen Mist jetzt hier reinschmeißen. Dann haben wir das nämlich ein bisschen sortierter. Und ich kann dann nämlich einfach. Das war meine Cam. So, dann brauchen wir noch eine Medienquelle und zwar Topbar nennen wir das ganze Dingen. In dieser Topbar werden wir nämlich das Ding mit reinsetzen. So. Das Ding auch in einer Endlosschleife. Sollen wir mal gucken, welches. Nein, das ist.
Das ist das Falsche. Das ist das Falsche. Ne, das war glaube ich ein Bild, ne? Top. Ich will nur wieder gucken, worunter ich das Ding habe. Stream. Overlay? Ich sag mir nicht, ich habe meine Topbar nicht. Dann kriege ich gleich aber Nerven. Animationen. Aber ich weiß, ich muss das Ding irgendwo hier haben. Downloads. Nein, das ist definitiv nicht. Ah, ich glaube, das war irgendwo hier. Genau, das war die Social Bar. Ausschneiden, das Ding packen wir dann nämlich auch bei Dokumente mit rein, auch unter Stream und dann unter Overlay. So, das ganze Ding möchte ich auch, wie gesagt, den Ordner, den werde ich mir nachher kopieren und werde ihn dann halt einfach auf meine Festplatte schmeißen. Dann habe ich das nämlich auch immer da, wo ich es brauche. So, und zwar brauche ich nämlich jetzt unter Overlay haben wir nämlich hier jetzt auch die Social Bar. Das ist nämlich die kleine hier oben. So. Eigentlich ist sie ein bisschen kleiner, ja. Jetzt sehen wir uns jetzt ein bisschen größer. Ist jetzt so mittig, ja. So müsste es jetzt eigentlich mittig sein. So, weil so groß sollte ich nicht sein. Da machen wir nämlich noch eine neue Gruppe und machen, nennen das Overlay. Overlay Stream. Zack, da kommt nämlich die Topbar rein und dann brauchen wir noch eine Browser Source und zwar Follower hätte ich gerne. Der Follower, der kommt da rein und ich sag ja, so hat man das dann eigentlich sehr schnell. Dann hätte ich jetzt Last Donation. Zack. Zack. Das ist eigentlich so mein Overlay. Also das ist jetzt nicht wirklich viel und... Aber das sind halt so die wichtigsten Sachen. So, jetzt kommt natürlich gleich noch... Jetzt kommen gleich natürlich noch die anderen Sachen. Größer machen, aber gut. Damit installiert er jetzt meine Webcam. Die brauche ich gleich nämlich auch zum Einbinden. So, damit haben wir das. Und wenn ich jetzt aber hier rüber will, soll ich immer. Ich bin dann erstmal spazieren. Alles klar, Talia. Viel Spaß beim Spazierengehen. So. So, wurde eingerichtet, etc. Jetzt brauchen wir hier eine neue. Ach komm. Ich will nicht neu starten. So. Och Mensch, jetzt. Danke Logitech dafür. Aber dann könnte ich mir eben kurz meine Waffeln essen. Der Zwerg hat mich gerade frische Waffeln gemacht. Mich hier so zwei Stück hingestellt. Ja, nein. Danke. So. Hm.
Überblende haben wir. Blende. So, jetzt gehen wir unter Animation und machen hier das Dinger. Das ist natürlich die Frage. Ich glaube, bei 1500 war der Übergangspunkt. Und wir machen es einfach mal anders. Perfekt. So. Gehe ich jetzt von Start auf Stream. Ist alles soweit da. So, das war dann natürlich das. Jetzt machen wir eine Gruppe. Games, die kommt ganz hier unten hin. Wenn ich jetzt irgendwie ein Game spiele wie Minecraft oder sowas, dann schmeiße ich die alle hier unten rein und dann sind die auch da drunter. So, ich kann jetzt natürlich hier auch noch mal zusätzlich Bildschirmaufnahme ist in Ordnung, zack, flup. Ja, das ist natürlich das passiert, was ich gerade schon so eben angesprochen hatte. Das hätte ich jetzt gerne hier drin, damit dann das Overlay da drüber ist. Und das Ding machen wir jetzt erstmal aus. So. Was wir jetzt noch nebenbei machen. Nein, wir sind hier vorne in Start, sind wir noch gar nicht fertig. So. Aber es sieht jetzt zumindest schon mal cooler aus. Starting. Nein, ich muss hier unten auf Cam erstmal, weil ich sehe nämlich, dass das Elgato Cam Link nicht ganz ausfüllend ist. So, weil ich habe nämlich hier unten noch den Rand gesehen und dieser Rand, der hat mich jetzt gerade so ein bisschen bescheuert gemacht. So, was brauchen wir als nächstes? Was wir nämlich brauchen, sind noch zwei Browser Sources und zwar brauche ich dafür Streamlabs. So, da gehen wir nämlich auf Login. Also, für die Leute, die es damals gesehen haben, ich hatte ja total viele Konten. Mein Lucky-Konto ist ist halt so das Einzige, so, was ich halt nicht ändern kann und nicht löschen kann, weil das halt der Account von meinem normalen Aminex, von meiner Gmail ist. AminexLog ist mein Kanal, den habe ich ja damals gemacht und habe da sehr viele Videos hochgeladen. Deswegen habe ich den nicht gelöscht. The Last Switch Hunter, ich fand den Namen cool, deswegen bleibt er auch. Aminex TV habe ich auch. Aminex Making, Aminex Talk und sowas alles ist alles weg. Aminex Minecraft hatte ich noch. Aminex, was war das? Aminex Test. Die ganzen Dinger, die sind komplett alle rausgelöscht. Also ich habe jetzt nur noch diese paar Accounts. Ich denke mal, das war auch einer der Gründe, weswegen ich jetzt auch nicht mehr ganz so viele Abonnenten habe. Weil ich halt die ganzen zusätzlichen Accounts rausgenommen habe und die waren, damit hatte ich mich ja zum Anfang damals auch abonniert gehabt und gut, wollen wir nicht weiter drauf eingehen. So, jetzt haben wir hier meine ganzen Donations und machen wir das Ding mal, dann seht ihr schon mal so, wie es aussieht, so zack. So, das sind natürlich die Sachen, die müssen wir natürlich noch einbinden. Amine XTV, und danke für die Spende dann, von 66 halt. Euro. Ich muss mal gucken, wo ich die jetzt einbinde. Weil das weiß ich gerade gar nicht. Aber, was mir gerade auffällt, Browser, Alert, Box. Dann ballern wir das Ding nämlich da rein und wenn jetzt. Was? Streamlabs Alert. So. Jetzt packe ich mir das Ding mal links und mache jetzt auch mal Trust Destination. Komm, dann machen wir mal größer. Na, das ist schon wieder. Amine XTV,
Danke für die Spende von 29 Euro. Achso, naja. Tut mir einen Gefallen, das, was jetzt da so im Chat kommt. Das sind keine vernünftigen Spenden. So, weil genauso wie... Amine XTV, danke für dein Follow. So, das sind halt einfach so... Amine XTV, danke für dadurch, dass ich diese Tests jetzt mache halt, ne? So. Jetzt muss ich mal eben kurz nochmal mit Twitch reingehen. Weil Twitch haben wir ja auch noch einige Sachen. Und dadurch, dass ich ja Twitch vernünftig mit hinzugefügt habe, muss ich da natürlich auch einmal eben kurz gucken in der Alertbox. Also, es ändert sich nicht wirklich viel, weil wenn ich jetzt auf Follower gehe, habe ich auch wieder die ganzen Klamotten drin. Ich muss einmal eben kurz alle durch. Following, Subscription. Donation. Also, wie gesagt, nicht danach gehen. Danke für die Spende von 50 Euro. Test Hosting. Bits. Raid. So, das waren so die wichtigsten Sachen. So, damit haben wir das Ding auch eingestellt. Das heißt, wenn ihr mir da irgendwo followt und all solche Klamotten, wird das auch mit angezeigt. So, das war nämlich eine Sache, die musste unbedingt hier mit rein. So. Also, die Alertbox, die packen wir noch unter Overlay. Und damit ist eigentlich alles soweit erstmal gemacht. Ich sag ja, eigentlich, wenn man weiß wie, dann finde ich, ist das gar nicht so schwierig. Es ist halt immer nur erstmal lästig, die ganzen Sachen einzustellen. So, hier müssen wir nämlich auch nochmal ins Overlay einmal Browser Alertbox, zack. Hier kann ich das ein bisschen größer machen. Das heißt, Streamlabs einmal einloggen. Ja, ich finde es schade, weil ich gucke hier gerade so mal rein und ganz ehrlich, wenn ihr euch die Dinger hier zum Beispiel kaufen wollt, benutzen wollt, braucht ihr Prime und für Prime dürft ihr wieder zahlen. Kostet so ein scheiß Ding pro Monat $12. Ne, Moment, das ist, wenn ihr das jährlich macht. Das heißt, ihr müsst es dann halt direkt schon für komplett ein Jahr machen oder ansonsten $19 pro Monat. Ich finde, das ist immer so heftig, dass sie daraus immer so ein mega Geld schlagen wollen. Also entweder, wenn ihr die billigen nehmt, die sind total für den Arsch und die wird kosten, die sind meistens überteuert. Bis auf das, was ich jetzt da habe, das fand ich jetzt halt für $9 fand ich das jetzt ganz in Ordnung. Ist auch nicht alles mit dabei gewesen. Auch nochmal wieder sehr viel Arbeit. Das Ding, das hatte kein Intro mit drin. Das Intro musste ich mir selber komplett erstellen. So diese Social Bar, die ich jetzt hier oben habe, das Ding war auch nicht mit dabei. Mein Camframe. Ich hätte ein Camframe gehabt, ja. Kann ich euch zeigen. So, ich zeige euch einfach mal, was alles so mit dabei war. Und deswegen, ich finde das manchmal so dermaßen Abzocke. Nein, das war jetzt. Warte, ich gehe doch jetzt einfach auf Design und gehe dann auf dieses Best-Dingen und dann haue ich die Dinger hier rein. So, und zwar habe ich eine Facecam. Ich habe eine Intermission. Ich habe ein Offline. Ja, komm, leck mich. Brauche ich nicht. Und Panels und die Intermission habe ich und. Nein. Nein, nein!
Jetzt habe ich das. Ach, scheiße. Jetzt habe ich das nicht hier von dem Dingens gelöscht. Ja, ich möchte das alles ersetzen. Komm. So, ich möchte nämlich jetzt hier die Panels löschen. So. Gut. Also, ich habe die Facecam, ich habe die Intermission, ich habe hier Offline, weil ich muss das hier oben nämlich anheften. Und das sind die Sachen, die ich eigentlich gehabt habe und daraus habe ich mir das eigentlich gebastelt. So, das sind die Panels, die könnt ihr dann natürlich für Twitch und sowas nutzen. Ihr könnt dann da auch verschiedene machen und gut, brauche ich denke ich mal nicht weiter ausführen. Ihr könnt die natürlich dann hier auch Text und Icon, könnt dann halt die Sachen hier teilweise ändern. Geht auf Text und Icon und dann könnt ihr das ist Icon, das ist auch nochmal für den fürs Icon. Und dann check my Instagram. Hier kann ich jetzt natürlich auch hergehen und sagen, was auch immer, check mal was auch immer. Also jetzt als Beispiel, kann man halt einfach so dann ändern. Gut, fand ich jetzt nicht so geil. Ich habe mir selber welche gemacht. Ich muss gleich mal gucken, wo ich die Panels habe. So, Twitch Panels. Ich habe mir dann einfach eine Vorversion genommen und habe mir die dann einfach so gebaut. Weil so habe ich mein Logo hier drin. Ich habe dann die ganzen Sachen, die ich brauche, habe ich dann hier hingeschrieben. Passt. Meine Farben drin. Passt wesentlich geiler dazu. Offline Screen. Jetzt kann ich natürlich hier den verändern, wie ich will. Kann auch so ein Loading-Dingen. Ich habe aber auch die Möglichkeit. Ich packe die jetzt erstmal alles raus. Stream ist was auch immer. Und dann habt ihr hier rein theoretisch gesehen, glaube ich, auch die Möglichkeiten gehabt. Ne, hat man nicht. Loading habe ich rausgelassen. Joe-Schutz habe ich mir mit reingenommen, hat man ja gesehen. Da komme ich aber gleich noch zu. Und dann könnt ihr hier halt Stream ist starting soon und solche Klamotten alles machen. Naja. Wer unbedingt braucht, so, ich habe mir die Dinger auch da fertig gemacht, aber gibt geileres. So, das ist das normale Ding, das habt ihr ja gerade eben gesehen. Und dazu hatte ich dann auch das als Camframe. Das heißt, so würde dann quasi mein Camframe aussehen. Ja, was wollte ich dazu sagen? Also ich finde den jetzt nicht unbedingt so töfte wie die anderen Dinger, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil der andere, den ich habe, ich finde den Farbwechsel cool. Also den Farbwechsel, den fand ich wesentlich geiler. Das war auch einer der Gründe, warum ich das Ding überhaupt genommen habe. So, jetzt wollte ich aber erst kurz nochmal den Test-Follow. Okay, das können wir ein bisschen kleiner machen und dann setzen wir den hier so drunter. Nehmen wir Follow, das wird nicht ganz so. Jetzt muss ich aber mal kurz rüber gehen. So, ich möchte nämlich jetzt hier auch nochmal einen Test-Follow machen. Okay, der bleibt da in der Größe und ist in der Größe. Okay, alles klar, perfekt. So, damit haben wir das Ding auch schon mal gemacht. Was für mich natürlich jetzt persönlich wichtig ist noch. Wir brauchen jetzt erstmal hier nochmal eine Szene. Da gucke ich jetzt nach, nehme ich jetzt Intermission. Start. Und hier kommt dann auch noch mal eine Szene hin und zwar nehme ich ihn dafür. Zack. Ah. Mach jetzt. Und zwar mache ich jetzt Folgendes. Und zwar lade ich mir jetzt aus dem Internet einmal eben kurz das Ding runter. Wenn ihr mal auf dieser Seite sein solltet, habt ihr nämlich auch Probleme mit dem Download, weil ab jetzt kommt nichts mehr. Ich kann euch mal zeigen, wie ich das dann halt in diesem Falle
blöde gesagt, umgehen würde. Und zwar gehe ich dann auf in meinem Browser auf Untersuchen und dann kann ich hier oben mir das raussuchen. So, jetzt muss ich natürlich immer gucken, wo geht das Ding gerade an. In diesem Fall wäre das in diesem Reiter, dann in diesem Reiter und dann hier drin haben wir jetzt das Bild quasi sitzen. Hier, wenn ich auf Download Final Fantasy, das ist das Target, wenn ich jetzt halt Open in a New Tab, dann kommt auch der Download. Ich weiß, das ist ein bisschen umständlich. Ordner anzeigen. Ausschneiden. So, done. Das Ding geht dann unter Dokumente. Das packe ich mir dann nämlich auch im Stream rein und mache das dann da rein. So, damit haben wir das Ding nämlich auch fertig. Und dann gehen wir hier drauf, gehen auf Stream, packen wir das da rein. Dann habe ich nämlich dieses Ding für mein meinen Stream. So. Und jetzt kann ich nämlich die Tasten drücken und dann komme ich nämlich auch schon rüber auf meinen Starting Screen. Oder? Ach, scheiße. Weil man neben dem Kopf hat, hat man nur eine Beine. So war das doch so schön. Und da brauchen wir nämlich nicht Start, sondern Stream. So. Jetzt kann ich nämlich auch rüber auf meinen Stream und somit per Knöpfchen geht das dann halt rüber. So, damit haben wir das Ding nämlich auch. Was hatte ich noch als Dingen drin? Okay, das nächste ist Chatting. Das setze ich jetzt aber hier rein. Ich möchte gerne da wieder rein, weil das ist nämlich jetzt eine leere Szene. Und in dieser leeren Szene hätte ich jetzt erstmal gerne ein Bild. Und zwar Just Chatting. So, zack. Jetzt gehen wir wieder unter Overlay und habe jetzt hier Just Chatting. So. Ist es natürlich ein bisschen verwirrend, wieso, weshalb, warum, erkläre ich euch auch jetzt sofort. In diesem Fall muss ich das Ding sogar auch nochmal ändern, und zwar Adobe Photoshop. Habe ich nämlich alles auf meine, weil da unten die Bar, die muss ich jetzt natürlich auch für die Subscription und sowas machen. Weil, was ich mit dem einen Ding mache, das muss ich natürlich auch mit dem anderen Ding machen. Und da hat der liebe Vertix ja recht. Es kommt, ist es für euch ja einfach nur gerecht. Ist einfach so. So. Jetzt packen wir das Just Chatting hier rein. Das ist nämlich mein Just Chatting. Und hier machen wir nämlich das Bottom Panel komplett raus. Dann gehen wir da hier hin. Bottom Panel. Gruppe duplizieren. Das auf Just Chatting. Und nein. Et voilà. Wir haben es dann hier auch mit drin. Gehen auf Speichern. Und gehen dann auf Speichern unter. Nicht mehr anzeigen auf diesem Computer. Dann hätte ich das nämlich gerne bei Dokumente mit drin und das Stream Overlay. Dann muss ich das natürlich als PNG stellen, als Just Chatting. Und zack. Schon haben wir es mit drin und schon sieht es vernünftig aus. So. Damit das aber nicht angezeigt wird, gehen wir einmal rüber. So. Jetzt ist es mich hier nämlich auch angezeigt. So. Erste, was wir wieder brauchen, ist das Elgato Cam Link.
Das Elgato Camlink geht jetzt hier oben mit rein. Moment. Ich glaube, den Nieser, den brauche ich jetzt nicht unbedingt mitten im Chat. Reicht schon, dass man den gehört hat. So. Jetzt kann ich die Game auch wieder anmachen. So, jetzt halte ich natürlich die Shift-Taste. Wie der liebe Jovecraft sagen würde, Shift. Und dann ziehen wir uns das hier in die richtige Länge. So, packen das da drunter und schon sieht es wieder anständig aus. So, jetzt hätte ich natürlich hier gerne noch ein Bild dazu. Und zwar hätte ich dann nämlich wieder Background Cam. Nein, ich will nicht das Ding verschieben. Und zwar muss ich dann halt hin und wieder mal rausgehen, damit das Ding dann auch übernommen wird. Ein bisschen blöd und ärgerlich, aber naja, es heißt ja immer, viele Wege führen nach Rom. Damit haben wir auch schon das Ding fertig. Damit bin ich doch eigentlich schon fast glücklich. Denn wir brauchen jetzt nochmal eine Browser Source. Und zwar in diesem Fall ist das wieder der Chat. Hallo, hallo, hallo. So. Den Chat. In diesem Fall muss ich jetzt mal ein bisschen umdisponieren und zwar den Chat ein bisschen ziehen und zerren. So. So habt ihr nämlich unter mir den Chat und jetzt kommt. So, erstmal wieder eine Gruppe und zwar Cam Chatting. Zack. Wenn das alles nicht angezeigt wird, muss ich dann natürlich nochmal reingehen. Damit sind die Sachen schon mal weg und es wird wieder kleiner. So, jetzt kommt natürlich dann auch noch mal eine. In diesem Falle machen wir eine Bildschirmaufnahme. Whoops. Einmal rüber und wieder zurück, damit ich die Bildschirmaufnahme auch packen kann. Im Stream würde das natürlich anders aussehen, weil da habe ich das Ding ja nicht wirklich hier mit drin. So, das ziehen wir noch ein kleines bisschen. Dann packen wir die Bildschirmaufnahme nochmal unter dieses Just Chatting und schon sieht es angenehmer aus. Also, ich weiß, für euch persönlich sieht das jetzt nicht wirklich so prickelnd aus, aber das ist, ja, kann ich gar nicht wirklich viel dran machen. Im normalen Umständen, ja, das seht ihr jetzt halt nicht so, zack, na gut, war zu schnell, habe ich normalerweise hier eigentlich meinen Desktop-Hintergrund drin und dann das Ding auf einem anderen Monitor. Das ist jetzt einfach nur, damit ihr das halt einfach seht, wie das in etwa gemacht wird. Dann brauchen wir brauchen wir die Browser Source und ich hätte jetzt erstmal Follower. So. Follower. Zack. Browser. Last Donation. Browser. Existierende, dann Subscriber. Dann brauchen wir noch Top Donation. Das ärgert mich gerade noch ein bisschen. Ich sehe nämlich gerade hier bei genau das Level, dass der jetzt gerade weg ist und so ein bisschen blinkt.
Das Blinken möchte ich weghaben. Das heißt, wir müssen nochmal auf Tippy Stream. Logging. Top and last. Ich glaube, der hier war das, oder? Donations? Nein, der war es nicht. Top and last. Donations? Nein. Top and last. Und das ist der, das hier. Subscriber News. One by one, number of institutions. Ich glaube, so müsste der jetzt auch komplett drin bleiben. Top, ne, Subscriber, zack. Ne, das war's immer noch nicht. Ach komm schon, echt jetzt? Den Scheiß fucking Ernst? Wie habe ich denn die anderen Dinger hier eingestellt? Gucken wir mal. Top Donation. Fixed Line. Fixed Line, okay. Was ich wohl der Fehler ist. Wir machen jetzt hier dann auch Fixed Line. Save Widget. Dann soll es das eigentlich gewesen sein, hoffe ich mal. Einmal ausblenden und wieder einblenden. Wobei, nein, das haben wir noch nicht gemacht. Größe aktualisieren wir in Szene. Zack. Zack, zack. Die Menschen spielen. Ich will jetzt einfach mal hier reingucken. Und zwar. Das machen wir anders. Und zwar haben wir hier Animation Speed 1. Top. Eigentlich müsste das so funktionieren. Wir versuchen das jetzt mal ein bisschen anders. Und zwar. Fixed Line Forever. Das ist eigentlich alles okay. Save Widgets. Save it. Wir machen das jetzt einfach so, dass wir einfach unter Subscriber Eigenschaften zack, zack. Wir sagen, dass es nicht mehr blinkt. Ich glaube, wir haben es geschafft. So. Damit sind wir das Ding auch losgeworden. Das muss ich natürlich noch gucken. Dass ich erstmal wieder eine neue Gruppe und zwar Overlay Chatting. Okay, das war jetzt ein bisschen fail, aber okay. So. So, ich mache jetzt einfach ich setze jetzt hier einfach Schnitt rein. Weil so geht mir das Ding dann nicht so auf. Zwiebel. Zack. Damit haben wir das Ding nämlich auch wieder. Nein, 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 nein. Das Ding sollte eigentlich jetzt darunter. Das jetzt hier unten ansiedeln. Nein. Könnte man das Ding nicht hier so, Moment, warte mal, Reihenfolge nach unten bewegen? Oh, so rum. So geht's auch.
geantwortet. Jetzt ist natürlich die Frage, wo packen wir jetzt die Alertbox hin? Hi. Ich meine, die Alertbox, die muss ja irgendwo mit da rein. Hi GoPro! Das ist natürlich die Frage, wo packen wir jetzt die Alertbox hin? Das mit der Alertbox. Nein. Ich will jetzt nur die Alertbox ausgewählt haben. Warum habe ich jetzt irgendwas anderes mit ausgewählt? Ich habe doch gerade einfach nur die Alertbox ausgewählt. Warum ziehe ich den anderen Mist denn jetzt mit? Komm. So, jetzt haben wir das Ding alleine. Das ist natürlich die Frage, wo klatschen wir das Ding hin? So, dass es mich nicht stört, aber dass es trotzdem sichtbar ist. Grüße dich übrigens, Merlin. Ja, das Fenster ist aber auch nur bei solchen Ansichten. Ja, da würde mich das auf jeden Fall stören und triggern. So. Ich glaube, so kann ich das stehen lassen. So, damit mich das jetzt auch nicht so ganz triggert, einmal eben kurz noch. Ich mache es einfach so, wie es jetzt gerade aussehen würde, wenn ich das jetzt selber machen würde. Aminex Wallpaper. So. Durchsuchen. In diesem Fall ist das nicht auf meinem PC. Public Design. Aminex Wallpaper, zack. Gehen wir da rüber und wieder zurück, damit ich das Wallpaper auch sehe. So würde ja eigentlich quasi mein Desktop aussehen. Das bedeutet, ihr seht das dann halt so. Ich denke mal, so sollte das für euch angenehmer sein. Wenn das Ding jetzt da drüber kommt, einmal kurz, ist das, denke ich mal, okay. Hi. Zaruk, hi. So, damit haben wir das Ding auch schon mal eingestellt. Das wäre dann quasi in dem Sinne mein Desktop. Mein Desktop. Muss ich natürlich nachher wieder ausmachen, aber damit haben wir das Ding auch. Das ganze Ding, das müssen wir natürlich jetzt auch hier nochmal mit reinnehmen. Szene. In diesem Fall mache ich das sogar so, dass wir Design am nächsten Wallpaper hi. Als Dingens nehmen. So, Emil, hi! So, das ist Chatting. Zack. Bedeutet, in diesem Falle würde ich halt hier rüber kommen, perfekt. So. Dann haben wir noch einen Be Right Back Screen. BRB. Be Right Back. Zack. Wieder eine ganz stinknormale neue Szene. In diesem Falle brauche ich gar nicht mal wirklich viel. Und zwar ein Bild. In diesem Falle wäre das bei Dokumente und zwar unter Stream, unter Overlay, BAB, zack, das war es eigentlich schon. Und das andere Ding, was wir dafür brauchen, wäre in diesem Falle einfach nur eine Browser-Source mit dem Chat. Ich hoffe, ich kriege das Ding jetzt da reingedonnert.
vernünftig. Und zwar muss das Ding nämlich jetzt hier reinpassen. Zack. Und damit haben wir hier auch schon mal den Chat mit drin. Das wird dann mein Be Right Back Screen. Und das andere, was wir hier noch brauchen, das wäre auch nochmal eine Browser Source mit einer Alertbox. Die Alertbox, die packen wir einfach hier oben mit rein. Zack. Und damit ist mein Be Right Back Screen auch erstellt. So. Damit haben wir das Ding auch schon mal fertig. Das möchte ich natürlich auch wieder bei meinem Stream Deck einrichten. Und zwar möchte ich jetzt hier wieder eine Szene hinsetzen. Einmal bitte unter Dokumente, Stream, Overlay und dann BRB. BRB. Zack. So, damit haben wir das Ding auch. Das heißt, der ist jetzt auch anwählbar. Stream, BRB, perfekt. Wie gesagt, ich werde auch gleich wieder die Überblendung machen, dann haben wir das Ding auch mit drin. So, jetzt nochmal eine ganz wichtige Sache für mich persönlich. Und zwar ist das Stream Back. So, Stream Back wird nämlich genau das gleiche werden. Stream. Ich denke, das wird jetzt nicht gehen, weil ich den. Machen wir einfach Back noch hinterher. Arschlecker, das Ding, das brauche ich sowieso nachher nicht. So, und zwar ist das in diesem Falle auch wieder das Just Chatting. Ne, mit dem Unterschied, diesmal bauen wir nämlich andere Sachen ein. Und zwar auch wieder eine Gruppe mit Cam. Cam Back. So, zack. Dieser Ordner, der geht hier drunter. So, jetzt brauchen wir eine neue. Kann man eine Überblendung mit Greenscreen verwenden? Ja, kannst du auch. Du kannst eine Überblendung machen. Also rein theoretisch gesehen kannst du sie als WBM machen. So habe ich das auch gemacht. Und zwar meine Überblendung, die. Warte. Ich habe die jetzt hier als Blende drin. Ich gehe jetzt einfach mal rüber in Stream. Das ist halt einfach meine Blende. Also normalerweise, ich habe die in Adobe After Effects gemacht. Von Adobe After Effects im Movie-Format mit dem Alpha-Kanal mit reingenommen. Und habe das dann halt mit einem Programm halt über WBM-Converter oder irgend sowas habe ich dann halt benutzt und habe dann diese Movie-Datei halt in eine Web-Datei gemacht. Komme ich gleich auch zu, weil so ein Ding habe ich nämlich auch in etwa. Also mit solchen Dingern arbeite ich ja auch. So, aber jetzt brauchen wir erstmal Stream Back. Und da mache ich jetzt erstmal wieder Schnitt, weil so kann ich nämlich, wenn ich die neuen Sachen drin habe. So, Elgato Cam Link. So, jetzt brauche ich natürlich wieder ein Bild. Und zwar hätte ich dann nämlich auch gerne wieder Background Cam. Zack. Das Ding, das schmeißen wir hier eben kurz noch mit rein in die richtige Größe. Background Cam einfach mit unter das Ding schmeißen und schon ist das Ding eingerichtet. Perfekt und es läuft. So, was ich jetzt aber gerne hätte, das ist für mich halt wahnsinnig wichtig. Das möchte ich nämlich auch mit reinnehmen. Und zwar hoffe ich, dass das Ding jetzt so funktioniert, denn ich möchte Cam Back. Back, so, Arschlecken. So, und zwar möchte ich nämlich da jetzt diese Cam haben. Das ist nämlich so meine Rückansicht. Das Video muss ich aber eben kurz konfigurieren.
Und zwar hat er nämlich hier den Autofokus mit drin. Den Autofokus will ich nicht mit drin haben. Belichtung ist in Ordnung. So, zack. Und damit halt Eigenschaften. Das ist ja eine recht gute Cam. Ich brauche hierfür aber allerdings Benutzer definiert und nimm dann halt Full HD, weil sonst funktioniert das nicht. Dann habe ich aber auch nur 30 FPS. So, aber das ist halt das, wo ich jetzt gerade so ein bisschen dran arbeite. Und wenn ich halt solche Sachen mache, dann könnt ihr das halt so von hinten so ein bisschen begutachten. So, und damit haben wir das Ding auch. Das, was wir noch brauchen, ist auf jeden Fall wieder eine Browser-Source. Und zwar in diesem Falle den Chat. Den lieben, lieben, lieben guten Chat. Muss ich jetzt auch ein bisschen kleiner machen und ein bisschen breiter. Und ja, so sieht das halt gerade von mir aus. So. Damit haben wir dann den Chat auch mit drin. So, was wir jetzt natürlich noch brauchen, sind wieder die Browser Sources Alertbox. Test Follow. Nein, 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 nicht das Ding. Das ist doch ein bisschen groß. Nochmal Test Follow. Und nochmal Test Follow. So. So können wir stehen lassen. So ist es eigentlich gut. So. Und dann brauchen wir natürlich nochmal wieder die ganzen Kackdinger von wegen her. Follower. Wir brauchen noch als Browser Source den Latest Donation. Zack, wir haben noch als Browser Source definitiv Subscriber und wir brauchen noch definitiv die Browser Source für die Best und Top Donation. Ich würde gerade sagen, gib mir meine Top Donation. Oder nicht ab. So. Wir haben die Alertbox und wir haben die Sachen auch. Das nehmen wir dann auch wieder. Overlay und Overlay Back. So. Und den Chat nehmen wir da auch noch mit rein. Dann haben wir das Ding eigentlich auch sehr übersichtlich. Und haben den Teil auch schon fertig. Ich sag ja, wenn man weiß wie, dann ist das eigentlich easy going. Aber was wir jetzt hier noch machen müssen. Und zwar Background. Nein, das ist Background Cam. Cam Backs. So, Eigenschaften. Und zwar Videoformat geht ja nur dieses Farbraum, da hätte ich einen großen Farbraum, Farbbereich voll. So. Eigentlich hätte ich auch gerne den Weißabgleich. Also normalerweise finde ich das Video ein bisschen zu hell. So hätte ich das eigentlich, wenn es nach mir ginge, eigentlich eher so. Ich glaube, das sieht so ein bisschen natürlicher aus. Ja. Also so stelle ich mir quasi meine Streams ein. Das wäre dann jetzt dieser Teil. So. Damit haben wir das Ding auch eingestellt. Und damit kann das sein, dass er es jetzt wieder verworfen hat. So. Weil so finde ich, sieht das natürlich aus. Hier habe ich halt meine ganzen Klamotten. Wenn ich jetzt die Fernbedienung hätte, dann könnte ich sogar hier hinten meine LED-Bar laufen lassen. Aber das ist halt so das, womit ich überwiegend arbeite. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch wieder ansteuerbar machen. Und zwar, was nehmen wir da?
In diesem Falle mache ich das jetzt mal ganz anders. Und zwar gehe ich jetzt auf Cam-Icon. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Das nehmen wir. Speichern unter. Das möchte ich dann gerne unter Downloads Stream. Mega. So. Hier möchte ich jetzt gerne eine neue Szene ansteuern können. Und zwar ist das. Back. Habe kein After Effects. Soweit ich weiß, braucht man After Effects, sonst kann man, soweit ich weiß, den Greenscreen in einer Überblendung nicht transparent machen. Also ich kenne das auch nur mit After Effects, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, weg und dann in diesem Fall, was ist das? Ja, das sind halt so das Ding, wo ich dann weiß, okay, hier kann ich auf Back drücken. Also, came back und dann bin ich halt da, wo ich hin will. So, damit haben wir das Ding auch. Das ist nice. So, was ich natürlich jetzt auf meinem Elgato mindestens noch brauche, ist hier nochmal eine Szene. Das wird in das. Nein, Moment, halt. Keine Szene, ich brauche eine Quelle. So. Die Quelle bekommt von mir auch einen speziellen. Und zwar habe ich. Wo war das drin? Verdammte Axt. Stream hier. Stream Deck. Key Icons. Hier habe ich nämlich auch noch einiges an Key Icons. Aber die brauche ich in diesem Fall ja nicht. Und zwar hatte ich hier nämlich irgendwo so ein. Genau, dieses Symbol. Das Ding nennen wir nämlich jetzt einfach Cam. Weil hiermit kann ich nämlich, wenn ich auf der Szene streamen bin und mal irgendwie auf Klo muss oder sowas, kann ich nämlich dann einfach so die Cam ausmachen. Das testen wir jetzt auch jetzt. Und zwar gehe ich jetzt auf Stream. Und wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, dann ist die komplette Cam weg. Das wollte ich eigentlich nicht, und zwar wollte ich eigentlich nur das Ding weg haben, weil so bin ich dann einfach eben kurz weg und kann dann halt wiederkommen. So. Wieso habe ich jetzt hier das Bild drin? Eigentlich sollte doch hier das Starting-Ding sein. So. Ach ne, da habe ich noch keins. Ja, doch. War richtig. Intermission war das nämlich. So. Dann brauchen wir hier auch nochmal eine neue Szene. Ich hoffe, für diese Szene habe ich irgendwo noch ein Dingens. Nee. Nee, habe ich noch nicht. Muss ich hinterher mal gucken, dass ich mir dafür noch ein Bild mache davon. Und zwar haben wir nämlich jetzt hier eine neue Szene, und zwar ist das End. So, in End hätte ich jetzt nämlich gerne erstmal wieder ein Bild. Und zwar End. Mission. Machen wir es so. Weil jetzt geht es nämlich hier auf. Achso. Das habe ich als PNG-Datei. Okay, das kann ich gleich nutzen. Und zwar ist dann hier auch noch Intermission drin. So, zack, Endcard, so. Mal kurz gucken.
Bildschirmaufnahme. Nein, da bin ich total falsch. Und zwar brauche ich jetzt erstmal wieder Videoaufnahmegerät. Und zwar. Camlink. Mein Camlink wieder hier rein. So. Damit habe ich mit euch schon fast eigentlich mein ganzes Ding wieder reingesetzt. So, dann Bilddatei, Background Cam. Schon habe ich auch wieder meine normale Aussicht da drin. Dann brauchen wir eine Gruppe wieder Cam End und packen die beiden Sachen mit da rein und klappen den Deckel zu und gut ist. So, als nächstes brauche ich noch eine Browser Source und da hätte ich gerne den Chat mal wieder. Wer hätte es gedacht, So, das Ding geht eigentlich von da bis da. Ich setze den jetzt einfach hier so ein bisschen gleich. Ich glaube, das sieht man sowieso nicht so extrem, aber so sieht das. So sieht das halt passender aus, finde ich persönlich. So, in diesem Falle werden wir wieder eine Alertbox hinzufügen. Diese Alertbox kommt in diesem Falle hier hin und nochmal ein Alert senden. So. Damit haben wir das Ding auch schon da drin. So, dann brauchen wir die nächste Browser Source und da nehmen wir den Follower wieder. Zack, Follower. Latest Donation. So, dann haben wir noch Subscriber. In diesem Fall genau das Level. Zack. Und wir machen dann eine Browser Source nochmal für Top Donation, damit wir den Rednecks auch mit drin haben. Also sagen, gib mir jetzt mal Zack. Damit haben wir hier eigentlich auch alles eingestellt, was wir an sich brauchen. Und irgendwie geht mir das gerade tierisch auf den Keks. Moment, ich werde es mal eben kurz was checken. Immer mehr kurz dafür die Cam aus. Bis sofort wieder da. Ich habe nämlich das ganz dumpfe Gefühl, dass ich einfach nur das Ding falsch angeschlossen habe. Und eventuell anstatt USB 3.0 2.0 genommen. Ich wünsche euch viel Spaß in meinem Stream. Wenn euch der Stream gefällt, lasst doch mal ein Like da. Perfekt. Das war dann genau das, was ich damit brauche. Quasi das Wort zum Sonntag. So. Ich werde den Greenscreen vernünftig herrichten. So. Greenscreen haben wir. Dann mal eben. Ich schmeiß das Ding jetzt einfach mal da rein. Mal gucken, was jetzt so passiert.
Wobei, ich glaube, ich sende das Bild auch nur in... So. Chemlink VK ist eingerichtet und einsatzbereit. So. Dann gucken wir mal, was sagt denn meine Chem. Ja gut, die ist jetzt natürlich eingefroren, als ich da... Jetzt gehe ich einmal hier drauf, gehe auf deaktivieren, gehe auf aktivieren. Ich mache das ganze Programm einmal zu. Was? Wie OBS hat's crashed? So, wir haben aber noch alles drin. Das ist, der Rest ist mir eigentlich relativ wumpe. In diesem Falle brauchen wir 4K. Hallo, Chemlink. Gut, das Ding, das haben wir jetzt erstmal geschrottet. Funktioniert aber auch jetzt im Moment irgendwie nirgendwo. Das werde ich aber nachher fixen. Ich bin ja sowieso gleich erstmal zum größten Teil mit Einrichten fertig. So. Was natürlich für euch jetzt noch erstmal interessant wird, ist definitiv, was wir noch brauchen, ist auf jeden Fall aufnehmen und streamen. Wenn ich die beiden Tasten drücke, dann nimmt er nämlich auf. Das ist Stream. Das ist Record. So, hier mache ich mir jetzt erstmal einen neuen Ordner hin. Und den nenne ich Sounds. Ich weiß gar nicht, was ich hier drauf hatte. Aber gut, wir wollen jetzt natürlich erstmal die Endkarte noch mit einbauen. Und zwar, das erste, was wir machen, ist auf jeden Fall einen neuen Ordner erstellen. Eine neue Gruppe. Und zwar Overlay End. So. Da gehen nämlich jetzt die ganzen Sachen alle mit rein. Und weg sind sie. Weg sind sie und schon sieht es wieder ordentlich aus. So, jetzt brauchen wir noch eine Medienquelle. Und zwar die Endkarte. Die habe ich nämlich in diesem Falle als WBM. Warum? Weil diese habe ich mir nämlich fertig gemacht und diese hat noch zusätzlich einen Sound mit drin. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich das Ding noch hier irgendwie öffnen? Öffnen. So, das ist nämlich meine Endcard und die möchte ich nämlich genau noch einfügen. Als, wie gesagt, die ist im WWM und in diesem Falle Datei schließt, wenn nicht. Nein, das lassen wir in diesem Fall raus. Dann würde jetzt halt diese Endcard durchlaufen und jetzt muss ich natürlich wieder. Das Audio anpassen. So, wenn das Ding dann natürlich durch ist, dann muss ich natürlich gucken, dass ich dann auch... Habe ich jetzt da doch noch einen Haken? So. In diesem Fall würde das Ding weggehen.
So kann ich das Ding dann durchlaufen lassen. Das bedeutet, ich brauche jetzt als erstes nämlich so die Möglichkeiten. So, bei hier end werden wir nämlich noch eine neue Quelle einfügen. Die haben wir nämlich jetzt endlich. Und zwar gehen wir dann nämlich auf end auf die. Moment, was war denn das? End. Moment, warum zeige ich mir jetzt die Endcard nicht an? Da, Endcard. Okay. So, diese Endcard werde ich nämlich in diesem Falle dann direkt schon deaktivieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier unter Start nämlich dann erstmal hier auf End drücke, dann kommt hier eigentlich quasi mein Intro. Aber was wir dann gleichzeitig machen, ist hier die Endcard ausblenden. Das bedeutet, ich kann dann hinterher, wenn ich auf diesen Dingen bin, baue ich mir die Endcard, baue ich mir jetzt nämlich ein kleines Dingen drauf, dass ich dann halt zack, hier nochmal eine Quelle habe. Und zwar ist das hier die Endcard. Hier machen wir End rein. So, hier habe ich nämlich die Endcard. Da geht es nämlich dann auf End und auf die Endcard. Und damit kann ich das Ding dann nämlich aktivieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt halt quasi hier drauf drücke, läuft dann einfach meine Endcard durch. Und bei End, wenn die jetzt aktiv wäre, in diesem Falle, dann würde diese Endcard nämlich nicht mehr laufen. Und dieses hätte nämlich wieder zur Folge, dass ich dann, sobald ich auf die Endcard gehe, diese Endcard gar nicht aktiv ist. So brauche ich aber nur den Knopf drücken und habe die Endcard natürlich mit drauf. Das bedeutet, wir gehen dann hier nochmal drauf und setzen auch hier Endcard drauf. So, damit haben wir das eigentlich schon mal zum größten Teil alles gemacht. So. Jetzt kann ich mir hier noch einen Ordner machen. Das wird dann hinterher für Aufnahmen. Aufnahme. Und dann kann ich da hinterher auch Sachen reinsetzen, verschiedene Szenen und sowas alles. Und kann hier das dann ohne Overlay und sowas machen. Und damit wäre das Ding dann auch schon soweit. So. Jetzt gehen wir ein bisschen, gehen wir hier. Machen wir hier so ein Ding so Win. Moment. Fails. Jetzt gehen wir hier rein und jetzt kann ich mich Audio abspielen machen. Ne, einmal Audio stoppen und jetzt gehe ich nämlich hier oben auf Audio abspielen. Suche mir das Ding raus und jetzt kann ich wieder auf meine alte Festplatte, gehe auf Stream, gehe auf Medien und gehe auf Sound. So, und jetzt haben wir zum Beispiel solche Sachen drin wie, wir sind jetzt in dem Ordner. Welchen Ordner sind wir denn jetzt? Mal nur mal kurz gucken. Das war jetzt Fails, ne? Ja. Fails und, oh, Webs. Und dann geht's auf, nein, Clip. Nehmen wir dann Set Violin hätten wir hier zum Beispiel. Wenn ich nämlich jetzt hier drauf drücke. Jetzt sehe ich, dass das Ding natürlich nicht so extrem laut ist. Kann dann halt, also so mache ich mir dann auch meine Sounds mit hier rein. So, jetzt gehe ich hier drauf und kann dann das können wir natürlich auch ein bisschen lauter machen.
So, wenn wir natürlich irgendwie was laufen lassen und wir brauchen dann irgendwie Ruhe, dann drücke ich unten auf den Pause-Button und schwupp ist das Ding auch wieder weg. Ich denke mal, das war jetzt so eigentlich eine der kleinsten Sachen, so wie man das eigentlich einrichtet, also wie ich das zumindest einrichte, weil die Sounds, die muss ich natürlich nachher selber noch machen. Was man natürlich auch noch machen kann, habe ich jetzt aber gut, dafür müsste ich das Ding löschen. Dann machen wir hier einen Ordner mit Alt. So, Clips. Dann kann ich zum Beispiel so Sachen noch mit einbinden. Das mache ich in diesem Falle auf Stream. Gut, dann machen wir erstmal die Cam weg. Gut, dann kann ich auf Clips gehen, kann jetzt hier nochmal so Clips 1. Ich weiß nicht, wie viele Clips ich hinterher machen kann oder machen will. So, dafür muss ich in den Stream gehen und jetzt hier nochmal eine Gruppe erstellen. Clips. Dann brauchen wir noch eine Medienquelle. Das ist natürlich ein bisschen fummeliger. Clip 1. Durchsuchen, dann gehen wir nämlich hier auf meine Festplatte. Nur damit ihr das halt einfach mal gesehen habt. Weil mit diesen Clips arbeite ich eigentlich selten. Aber nein. Den packen wir jetzt hier rein. So, ich meine, ihr persönlich habt den, seht den ja jetzt nicht oder könnt ihr nicht hören. Und zwar ist es so, dass ich hier zum Beispiel so Clips drin habe wie. Du musst wirklich hart arbeiten. Oder? Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Definitiv nein. Ich habe gehört, da gibt es ein fette Party. Ja, das ist doch irgendwie, ne? Ja. Solche Klamotten habe ich auch drauf. Das sind also immer so diese Gags, die man dann so mit einbinden kann. Ich denke, ich werde mir vielleicht nochmal wieder ein paar Clips reinmachen. Aber ich denke, ihr habt jetzt erstmal so das Grundprinzip eigentlich gerade so verstanden. Will ich zumindest gerade hoffen. So, ich werde mir jetzt gleich nämlich noch ein paar Spiele installieren und zumindest Valorant gleich erstmal wieder drauf schmeißen. Und ja, deswegen war es das jetzt erstmal so von meiner Seite. Wie gesagt, ihr habt jetzt erstmal gesehen, wie demnächst mein Stream läuft und wie es dann bei mir aussieht. Und ich hoffe, es hat dem ein oder anderen geholfen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder, wenn es wieder heißt Valorant. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Lack.